Welche ist ja, auch ein Mercedes fährt durch. Hamilton hat keinen Bock. Aufgehalten werde. Und Magnussen zieht auch vorbei, der hat auch noch nicht gewechselt. Und oh, wobei, du doch, kommst auch vorbei, ja. Du kommst ja, vorbei. Ich komm vorbei. Aber nach dir komme ich rein. Wir kommen einfach direkt nebeneinander raus. Ich kann nicht bremsen, du musst aufpassen. Oh, Alter, ja, was das, ist das denn für ein Cheat? Das wurde, habe ich doch letztes Mal schon gesagt, im letzten Rennen. Ich mit Weiß rausgekommen, ich verstehe das nicht. Ich werde dann raus, ich drück direkt instant auf die Bremse, wenn ich rausgelassen werde. Ich bin übrigens direkt neben dir. Ja, Alter. Und was machst du? Ich hab Spaß. Du musst da rein, der ist am Warmfahren. Ich kann viel schneller fahren, hallo? Was machst du da? Offensichtlich ja nicht. Ja, wenn du mich die ganze Zeit rammst. Ach man, ich hab so Spaß. Sorry. Ich dachte. Alter, ich werde hier angeschoben und alles. Ich dachte echt, dass ich locker an hier vorbeikomme, also. Ja, ich musste auf dich aufpassen, ich musste bremsen wegen dir. Du ja, das musst so. Du mir doch sagen, hast du ja dann gemacht, aber lol, ich bin richtig schlecht in die Kurve gefahren. Aber ich hab das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich vorbeikomme, deswegen habe ich. Ja, weil ich wegen dir gebremst habe. Ja, das wusste ich ja nicht. Was Alter. Denkst du, wenn du dann rechts neben mir in die Kurve reinfahren willst? Ich will ja nicht mit dir zusammen crashen. Hä, hey, was nicht? Das ist übrigens ein Red Bull, glaube ich, ja, richtig langsam. Das hab ich schon gesehen. Weiß ich ja nicht, vielleicht willst du ja ein bisschen kuscheln. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,7. Oh, ich bin Erster. Oh! Easy. Gleich nicht mehr, ich bin ja auf jeden Fall auf den Fersen. Ich bin wieder dran. Leute! Den kriegen wir. Oh Gott! Quersteher! Quersteher! Oh! Kannst du nicht wieder in die Box gehen? Ich habe 2 Quersteher gehabt. Ja, nee, wenn du willst, dann kann ich schon zurückstecken. Aber wenn du scheiße fährst, dann habe ich keinen Bock. Ja, nein, das ist schon klar. Aber ich mache jetzt nicht auf Stress hier, so, ich mache schon ganz entspannt. Wir wollen ja hier ernst fahren, wir haben sogar eine realistische Chance, wie man gerade sieht, wieder absolut krass zu sein, obwohl wir die Schwierigkeit hochgestellt wieder haben. Wieder absolut krass, ja, ja. Ja, ich war halt krass. Komm, DRS bitte. Nee, kriege ich nicht. Ja, mein DRS ist ja kaputt. Ich bin übrigens bei minus 1,7 jetzt. Also ich kann noch doppelt. Du bist leicht und fährst auf Fett. Alter. Hab ja gar keine Chance gegen dich. Ja, noch bin ich ja noch nicht leicht. Ja, du bist schon leichter als ich. Ich bin auf minus 0,02. Ja, kannst du auch bis minus 5 runterfahren. Nein, kann ich nicht. Ich bekomme durch Standard ja nicht mehr. Ich war ja die ganze Zeit auf Standard. Weiß nicht, was du machst, aber anscheinend ist dein Benzinmanagement auch nicht so sexuell anziehen. Nee, ist es auch nicht. Komm jetzt, das ist sein Hack. Bin hinter dir. Ich habe auch noch DRS, Windschatten. Oh! Gut gemacht, du bist die bislang schnellste. Gunther, next. Junge, wie schnell ich einfach bin. Oh. Nein, Orange. Was machst du? Ja, ich habe so doll gebremst, wie ich konnte, es ging aber nicht. Scheiße. Ja, wie schnell ich einmal an dir fahre. Also eigentlich habe ich ganz normal gebremst, ich verstehe nicht, wieso. Ja, ich habe jetzt auch nicht so krass gebremst. Jetzt fahre ich wieder schlechter, weil ich Erster bin übrigens. Ich war einfach irgendwie 50 km/h schneller als du. Ja, egal. Ich glaube, die Bots sind auf dieser Strecke nicht ganz so gut. Ja, ja, wir müssen ja, wir müssen gar hier, ne? Wann müssen wir? Runde 15 oder so? 17. Ja, dann muss ich auf jeden Fall in Runde 17 rein, weil, wie gesagt, oder ich gehe in Runde 16 oder so, weil Orange nach Frontflügel. Ja. Das tut mir natürlich leid, war nicht geplant. Aber. Da will er sich wieder damit hier die 25 Punkte sichern. Ja, genau. Wäre natürlich nicht schlecht. Ich fahre jetzt auch nicht auf den Randstein hier, hoffe ich, auf den Curb. Das wäre ganz angenehm. Alter, bin ich in den Kurven langsam. Fahrer hinter mir. Ist der Luis. 6,4 Sekunden. Und ich glaube, der macht eine. Ja, nee, der war noch nicht. Doch, der war schon. Nein, der war nicht. Doch, klar. Wann denn?
Ja, wenn wir, sonst wären wir nicht vor ihm. Hä? Er muss gewesen sein. Wann denn? Und der hat sich neue rote geholt. Der hat eine Dreibox-Strategie. Ist der dull? Der hat, ja, stimmt. Also ich hat er gesagt, mir auch gerade gesagt, dass er neue roten Mercedes hat. Fährt ja immer eine Scheiß-Strategie, aber ich dachte, der wäre nicht gewesen. Ja, er muss an der Box, ja, außerdem, ja, stimmt, hat er mir ja auch gerade gesagt, dass er neue roten hat. Stimmt eigentlich. Hamilton ist nur, als ich an der Box war, vorbeigefahren, aber danach ist er, glaube ich, gegangen dann. Ja. Lol. Was ein Bob. Wir haben ihn zusammen als an der Boxer überholt. Ja, habe ich nicht gemerkt, wegen unserem Krieg. Naja, ich kann es so ein bisschen haushalten mit... Oh mein Gott, dachte ich zumindest mit dem Frontflügel. Ja, gerade fahre ich auch nicht schlecht, also... Jetzt, ja, ich hab's gejinxt. Die Kurve war nicht so gut, aber geht auf jeden Fall. Ja, die Linkskurve, Linkskurven sind für mich jetzt immer richtig scheiße. Aber du verlierst auf jeden Fall Abstand. Ja, ja, das ist klar. Also zu mir mega und wahrscheinlich auch Hamilton, der aufholt. Oh Mann, das tut mir leid. Macht nichts, das passiert. Man, so krass habe ich ja nicht gebremst. Ich hätte vielleicht einfach nur nicht direkt vor dich ziehen sollen. Ein bisschen eher innen bleiben können, aber... Dann war ich jetzt nicht so on point. Du hast 2 Sekunden zu Hamilton verloren, ne? Hast ja vorhin irgendwie gesagt 6 Sekunden, jetzt sind es glaube ich nur noch 4, oder? Oh Gott, war die... Aber mir hat er gerade 5 angezeigt. Okay. Ja, ich muss ja hier zurückrechnen, deswegen habe ich mich wahrscheinlich verrechnet. Ich habe hier nicht so viel Zeit für Mathe, nicht? Aber du kannst ihn gerne aufhalten, also. Habe ich nichts gegen. Wenn der eh eine 3-Stopp fährt, wird der uns eh nicht so gefährlich. Nee, nee. Also wenn du ihn... Da ist auch... Guck dir mal die Lücke zwischen Hamilton an. Oder warte, hä? Verstehe ich das gerade nicht? Nee. Ah nee, doch nicht. Ich dachte, ich hab... Nee, ja, egal. Nee, ja. Also ich werde auf jeden Fall dann, wie gesagt, in Runde 16 an die Box gehen wahrscheinlich. Alles klar. Mach Druck. Ich bin bei minus 2,4. Das ist eigentlich voll risky. Aber wenn es jetzt nicht aufgeht, mein Plan, ist nicht so geil. Aber ich glaube, es geht auf. Mann, irgendwas habe ich im Hals. Also, du hast auf jeden Fall recht, Hamilton holt auf. Er ist jetzt gerade bei 4 Sekunden Abstand. Aber ich gewinne auch mega Abstand zu ihm. Also ich bin echt leicht und kann dadurch echt krass fahren, glaube ich. Du fährst gerade richtig schnell. Und wenn du jetzt noch ein bisschen vor ihm fährst, 1-2 Runden... Weil der wird jetzt irgendwann... Wagen ist auch noch verbremst, Alter, was mach ich bis denn du an die Box gehst, wird er wahrscheinlich schon an dir dran sein. Ja, das schon. Und wenn du dann noch eine Runde oder so vor ihm fährst und ein bisschen aufhältst in den Kurven, also natürlich unabsichtlich, aber... Ja, ja, ich denke schon, dass ich mit ihm nochmal so ein bisschen kämpfen kann. Ich hoffe, also... Eigentlich will ich nicht, dass er mich vor dem Boxenstopp überholt, aber er muss ja eigentlich sowieso vor mich an die Box, so, weil 3 Boxenstopp... Ne? Ja... Das kann sein, dass er wahrscheinlich vielleicht sogar Runde 15 oder... Ja, wird vielleicht auch so gehen, wie du. Also ich glaube nicht, dass er viel früher geht. Ja, viel früher nicht, weil aber eine Runde fährt vielleicht. Er dann dreimal rot? Ne, geht nicht, oder? Man muss mal zweimal rot. Und gelb dann, ne? Und zweimal gelb, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Na, einmal gelb. Nee, Haben wir. Ach, oder dreimal rot, einmal gelb? Ich weiß das, es das nicht. Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Lol, da muss er auf jeden Fall noch... Ach, keine Ahnung. Ja, der muss doch zweimal an die Box. Ja, dann wird er bald gehen wahrscheinlich, wenn er sich danach eh nochmal gelb holt. Er wird sich die gelben wahrscheinlich so gegen 20 holen. Aber dann wird er jetzt nochmal gehen. Eigentlich schon. Wow, die Kurve habe ich schlecht genommen. Aber ich habe letzte Runde auch richtig schlecht genommen. Auf jeden Fall Abstand.
Ja, die ist auch manchmal scheiße, nach dieser langen Geraden dann so blöd zu bremsen, also. Oh, schon wieder voll weit nach außen da gekommen, ey. So ein Scheiß. Also für mich sieht's extrem gut aus gerade. Also ich habe ordentlich Abstand, ich gewinne immer mehr. Und wenn das mit dem Benzin hinhaut. Hamilton ist jetzt gerade in Kampfnähe. Das war ich halt wirklich. Sehr das war schlecht. Bin. Das war schlecht. Oh, es ging noch. Aber es war trotzdem nicht gut. Fuck, jetzt muss ich zwei Runden oder eineinhalb Runden hinter dem vor dem fahren, ey. Am besten, wenn ich's hinkrieg. Ja, ja, sag ich ja. Das wäre echt krass, wenn du es hinkriegst. Wäre ja erstens für dich auch wieder gut. Und an sich wird er ja nicht so gefährlich. Aber trotzdem, es wäre nicht schlecht. Und für mich wäre es natürlich mega. Du musst dir sowieso keine Gedanken machen. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Außer du baust halt einen Unfall. Das kann immer mal passieren. Ich habe in dieser Hochfahr nach rechts, diese Steigungskurve, da habe ich schon ein paar Mal. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Oder wenn mein Benzinplan nicht aufgeht. Ja, das stimmt. Dann muss ich mal auf Mager fahren, zwei Runden oder drei oder so, das wäre schlecht. Deswegen, da muss ich ein bisschen gucken. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt. Oh, Hamilton überholt mich, hat mich überholt. Und ich habe ihn zurück überholt. Ja, sehr schön. Wo seid ihr? Ah ja, ich sehe es, okay. Ja, auf den Geraden ist ja mit Mercedes sowieso schneller. Ja. Es wird ein bisschen schwierig für dich. Aber gut, zwei Runden hast du noch. Wir haben unsere Tankstrategie verfehlt. Wir müssen sehr bald auf eine niedrigere Mischung umschalten. Also ich gehe, glaube ich, jetzt am Ende dieser... Er sagt mir gerade, wir haben unsere Tankstrategie verfehlt. Ups. Habe ich nichts mit zu tun, ja. Also, ich bitte euch. Ich bin jetzt bei minus 3. Ich werde jetzt mein ERS noch fertig fahren und das auch noch mit Fett und dann auf Standard schalten. Es Hast ist, du mit Standard wieder so viel zurückbekommen? Das ist eigentlich auch. Weiß ich nicht. Also eigentlich ja, aber ob es jetzt hier auf Bahrain auch so krass ist, ich hoffe es. Also bei mir ist bei Standard halt wirklich quasi nichts dazu. Bei mir ist bei aber Standard eigentlich immer recht viel. Und deswegen ist das eigentlich ganz praktisch. Gibst du eigentlich kein Gas oder weswegen? ich bremse eigentlich durchgehend. Und wenn nicht, dann lasse ich das Auto rollen, ja. Mache ich so. Aber wenn es aufgeht, ist es echt eine krasse eine Strategie, Taktik, was auch immer. Taktik? Eine Stadaktik, ja. Soll ich gar in die Box? Ja. Jetzt schon? Ist doch Runde 15 erst, oder? Ja, ich weiß. Ja, mach schon. Mach schon, ja. Mach ruhig. Aber... Die Reifen halten zwei Runden länger durch. Das ist klar, ja. Hoffe ich zumindest. Nee, ja, locker. Also so schlecht sind die nicht. Es ist halt echt mit dem Benzin auch ein bisschen streckenabhängig. Ich hoffe, dass es wie gesagt hier funktioniert. Aber sollte schon hinhauen. Ich bin das Achter. Wie gesagt, es ist eine krasse Taktik, eine Staktik. Weil wenn man das öfter macht, dass man einfach seinen Benzin runterfährt und dann leicht ist und dann krass fahren kann, das ist schon nicht schlecht. Also ja, ich fahre gleich auch noch mal ein bisschen auf Fett. Ich habe jetzt minus 3,2. Aber naja, egal. Minus 3,2 habe ich. Und fahre jetzt auf Standard. Ab jetzt. 3,2, Alter. Hoffen wir mal, dass das klappt. Lol, ich sehe über runter. Ja, weil du so ultra weggepäst bist. Zeit. Ja, kein Ding. Habe ich gern gemacht. Ich fahre wahrscheinlich auch nicht diese, sondern nächste Runde erst. Weil es ist ja zwischen 17 und 20, der Boxenstopp. Und solange ich jetzt nicht so krass an den Überrundern bin, würde ich eigentlich noch weiterfahren wollen. Wir gehen gerade an die Box. Ich fahre jetzt auch mal eine schnelle Runde.
Hoffe ich zumindest. Ich lasse mich also überraschen, ne? Also ich schaue jetzt nicht aufs Benzin drauf. Ich guck mir das dann so in den letzten 5 Runden dann an. Außer gibt's mir dann wieder durch, aber das glaube ich nicht. Ach komm schon, was ein Schmarrn, ey. Vettel war gerade an der Box. Oh, Vettel hat sich weiß geholt, aber ist noch vor mir. Ja, ist logisch, ne? Mein Flügel musste ja gewechselt werden, habe ich ja noch mal Zeit verloren. Weiß? Vettel hat weiß? Ja. What? Scheiße, müsste jetzt eigentlich gerade richtig scheiße fahren. Man fängt damit. Leute, ich komme in die nächste Runde in die Box. Lasst mich in Ruhe. Geht weg. Ah, ich sehe ja, das Benzin ist ja langweilig. Weil wenn ich hier auf ERS und so umstellen muss. LOL, Quersteher. Benzin wird nicht reichen, hat er mir gesagt. Hm. Ich glaube, meins reicht auch nicht. Könnte knapp werden. Wie sieht's mit der Kamera aus? Den Akku kann ich leider jetzt nicht wechseln, das wäre zu krass. Wenn der ausgeht. Oh. Alter, was? Was? Wie unfair knapp war das denn? Was war deine 1? 33,9. Meine war 1,33,989. Meine 974. Ja, das ist doch so unfair schon. Was für Mittel der hier spielt und dann sagt er was zu mir. Ja, ich hab noch ein schweres Auto. Boxenstopp! Also komm nach dieser Runde rein. Aber die gelben Reifen sind eigentlich echt voll geil. So, überrunden musste ich nicht, es war jetzt nah vor mir. Nein, Alter! Jetzt habe ich wieder einen gelben Frontflügel, du ja. Wichser, Mann! So, die Kamera kann ich neu starten, falls der Akku ausgeht. Haben wir Pech gehabt. Ah, dann schauen wir mal. Was kriege ich eigentlich für Reifen? Gelb, ne? Ja. Synchro. Los, vor! Auf geht's, Burm! Komm, 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 Erster, bitte Erster. Gib Gummi. Ja, okay, er fährt eh an die Box, ja. Ich dachte, der eine Ferrari ist vor mir, aber er fährt an die Box. Ich hasse das. Ich werde schon wieder aus der ersten Kurve fast rausgekickt. Was ein unfair Scheißding. So, gelbe Reifen warm fahren, Abstand ist genug da. So, ich muss es jetzt nur noch gut fahren. 10 Runden ungefähr. Ich werd gedreht von Vettel. Nein. Och, Mann. Safety Car. Virtuelles Safety Car. Ach. Und ich wurde während des Safety Cars überholt. Ja, Logo. Fick die Henne. Ich hasse virtuelles Safety Car. Weil die einfach alle schneller fahren als ich. Ich kann, weil sonst bin ich immer im roten Bereich. Ich hasse diese Scheiße. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Ja, leck mich. Leck mich! Alter, ich habe minus 2 Sekunden verloren. Also, ich hatte plus 2, irgendwas. Bin jetzt Sechster, Mann! Ja, solange du noch ordentlich in die Punkte kommen würdest, wäre es gut. Ja, was, na ja, was ist kaputt? Nee, also nichts. Nichts, okay. Also immer noch halt der gelbe Frontflügel, aber ja, das aber ist nicht so extra. Na, Alter, was geht bei dir ab? Wie gesagt, das wollte ich jetzt gerade noch zu Ende reden. 10 Runden noch, die ich gut zu Ende fahren muss, kann. Jetzt habe ich einen orangenen, weil Bottas in der Kurve, wo kein in der Ideallinie nicht gebremst hat, hat er gebremst. Lol. Ach, fick dich doch, Mann. Nein, ich möchte nicht auf weiß wechseln. Weiß, was? Statt dass man auf rot wechselt oder so.
Ach, fick dich. Muss ich jetzt auf 3 Stopp wechseln oder fahre ich durch? Das ist jetzt deine Entscheidung. Ob du noch eingeholt werden kannst, also Platz 6 wäre ich zufrieden mit. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn du noch nicht mehr eingeholt wirst, würde ich fahren. 13,7 Sekunden auf Verstappen. Auf Platz 7 und ich bin jetzt Platz 6. Halt. Wie viel da würdest du rauskommen, wenn du Box an die Box gehst? Platz 9. Heißt mit Frontflügelwechsel wahrscheinlich ein bisschen hinten. Kann auch noch klappen. Also ich würde mir den 6. Platz nicht verspielen wollen. Dennoch ist es halt so, wenn du danach noch aufholen könntest. Aber jetzt gerade noch die ganzen Plätze direkt vor mir so. Nee, dann fahr weiter. Fahr weiter. Platz 2 bis 5 sind alle direkt vor mir. Wenn du nicht merkst, dass du ultra von denen wegkommst, dann fahr weiter. Ich muss übrigens ein bisschen auf Mager fahren, das klappt hier nicht so gut. Ach so. Aber ist jetzt nicht so schlimm, also wie gesagt, Abstand genug. Bin immer noch an der guten Zeit dran. Grad einen überrundet. Wenn ich das zu Ende fahre, könnte ich sogar auf Mager zu Ende fahren und es würde mich keiner mehr einholen, glaube ich. Wenn ich keinen Unfall baue. Und das wäre krass. Zweites Rennen, 50 Punkte insgesamt dann. Das wäre richtig krass. Ja. Auch für Konstrukteure nicht schlecht, aber auch allgemein für mich krass. Da kann man schon mal ein Zeichen setzen, Bottas, obwohl die Schwierigkeit höher gestellt wurde. Ja, genau, wir haben ja die Schwierigkeit hochgestellt. Bei dir ist es ja auch spannend. Du bist auch so auf einem realistischen Platz, würde ich sagen. Ja, ich hätte aber auch. Ist vor dir sind nur. Vor dir sind nur Mercedes und Ferraris, ne? Ja. Okay. Und du hast gesagt, Bottas hat Raikön, ne? Ja, Bottas ist gerade auf Platz 4, Raikön Platz 5. Das heißt, Hamilton Platz 2, Vettel Platz 3. Ja, das sehe ich, ja. Vettel, diese Missgeburt, ey, hat mich einfach so. Weißt du, in echt fährt er nur schlecht, Mann, ey, eigentlich, obwohl ich Fan bin von ihm. Und, wobei, das kann man so nicht sagen. Und jetzt hier dreht er mich, das kann man auch so sagen. Okay, ich behalte meinen Abstand, wenn ich auf Mager fahre, bei. Und das Ding ist, ich bin ja eigentlich beim Start, wie man gesehen hat, ich habe voll zurückgesteckt, weil ich nicht kaputt gehen wollte. Aber wenn man mich dann halt so, wenn die NPCs einen drehen, dann werde ich halt ungeduldig, dann will ich meine Position, weil ich denke, es ist ungerecht, will ich die Position halt schnell zurück. Und dann passiert es halt bei mir, dass ich halt so einen Frontflügel kaputt geht ein bisschen. War auf jeden Fall ein saulustiges Rennen. Ja, lustig, ja, finde ich richtig geil. Ja, nee, ich fand's voll lustig. Am Anfang war doch hier mit unserem Beef. Das war richtig funny. Ich hab mich kaputt gelacht. Ah, hinter mir. Ja, ich wechsle nicht die Reifen. Alles klar. Würde ich auch nicht machen. Also Platz 6 wäre auf jeden Fall gut. Und wer weiß, vielleicht machen die vorne noch Scheiße. Ja, wenn die Scheiße machen, komme ich noch ran. Wenn nicht, dann sollte ich eigentlich meinen 6. Platz aber auch nicht verlieren. Ja, das ist aber definitiv in Ordnung. Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt und auch diese Folge. Das ist ein solider Platz, vor allem für Renault. Alter, meine Bremse ist irgendwie schlechter geworden, kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Bremse kaputt, Spielstopp! Das ist vielleicht, weil du es umgestellt hast und du nicht daran gewöhnt bist. Nee, das ist, weil der Frontflügel jetzt auf einer anderen Seite kaputt ist. Davor war er rechts kaputt, jetzt ist er links kaputt und. Das ist nochmal ganz anders, wobei ich mit dem eigentlich dadurch nicht so krass langsam bin wie auf der anderen Seite. Also ich bin. Wo man so viel Rechtskurven fährt und Rechtskurven eigentlich schlechter ist, bin ich irgendwie damit jetzt gerade. Nicht so viel schlechter, weil die Rechtskurven fährt man irgendwie eher langsamer oder so, glaube ich. Deswegen macht das nicht so einen krassen Unterschied, glaube ich.
Ja, also es macht dann natürlich schon einen krassen Unterschied, weil eigentlich würde ich die überholen können. So kann ich es nicht überholen, aber sie gewinnen halt auch keinen Abstand. Und wenn ich jetzt noch gut fahren würde mit dem kaputten Frontflügel, dann würde ich vielleicht sogar rankommen. So ein bisschen bin ich auch gerade wieder an Vettel rangekommen. Aber ich sehe es gerade, so lol, das ist ja nicht nur ein bisschen. Ja, ja, also das ist auch wirklich nur ein bisschen. Ja, das ist also krass. Also man kann es noch schaffen. Da warst du von Bottas weiter entfernt als hier von Raikön. Krass. Das kannst du echt noch packen. Guck mal, wie nah du dran bist, lol. Ja, ich fahre immer direkt quasi hinter dem. Boah, das aber oh, jetzt? Ah, nee. Ich sehe es nur auf der Karte so ein bisschen. Aber ja, ja, das war, ich war gerade richtig nah dran, aber du könntest auf jeden Fall. Ich komme auch immer näher gerade. Also ganz ehrlich, in den paar Runden könntest du es noch machen und ihn dann. Oh, jetzt halt bin ich gerade richtig hinter ihm. Und ihn dann ein bisschen verlangsamen. Oh, jetzt habe ich DRS. Alter, der ist voll langsam, ich überhole ihn jetzt. Vielleicht hat der auch irgendeinen Schaden abbekommen, weil er dich gekickt hat. Nee, nee, mit dem habe ich mich gar nicht berührt. Ach, stimmt. Er war nicht mit dabei. Das war Vettel. Ja, jetzt musst du nur ein bisschen gucken, dass du ihn halt nicht wieder überholen lässt. Du bist ja vor ihm, sieht das so einfach aus, hat er gesagt. Du bist ja vor ihm, ja, super. Ja, ich bin jetzt auf Platz 5. Let's go, Jan! Ein Frontflügel hat sich wieder repariert. Echt jetzt? Nein, hat er leider nicht, aber es gab's ja mal den Bug. Ich habe gerade ein bisschen was umgestellt, aber nee. Das war ein bisschen a little bit high risk. Ah, die Kamera läuft dann auch, Akku sollte auch durchhalten. Oh, da hat er gerade versucht zu überholen. Hat aber nicht geschafft. Also wenn du Platz 5 fährst, das wäre nicht übel. Das wäre echt nicht schlecht. Ja, das hätte ich nicht mal gedacht. Macht auch gerade Spaß. Hatte ich auch nicht gedacht, dass ich doch einen Platz so nach vorne komme. Aber ich muss ihn natürlich jetzt auch erstmal verteidigen. Ja, das wird nochmal spannend bei dir. Bei mir oh, lila Sektor habe ich gefahren. Was? Bei mir ist es relativ entspannt. Ja, ich habe auch minus 0,29. Also ich muss eigentlich noch. Oh mein Gott. Bisher habe ich relativ freie Strecke gehabt. Ich komme jetzt wieder ein bisschen ran. Ah, hier vor mir wieder. Was ist das für einer? Magnussen oder so. Vor ihm ist auch noch der Harley oder wie die heißen. Genau. Ich muss vielleicht noch auf Mager eine Runde fahren. Minus 0,3. Ja, dann stell auf Standard. Ich fahre die ganze Zeit auf Standard, du Bobo. Was? Also so ein bisschen hole ich auf Standard auf jeden Fall hier auch raus. Nicht so krass, aber ein bisschen auf jeden Fall. Bei mir ist sehr, sehr schwankend. Manchmal hole ich ein bisschen, manchmal verbrauche ich wieder mehr. Ja, musst du ihn einfach mal Break testen. Dann lübt die Sache schon. Wir haben ja noch Verstappen, auch noch hinter Raikön, also. Ja, ja, ist egal. Außerdem, auf der Geraden kommt der Idiot immer wieder ran, da muss ich immer die ganze Zeit auf Hotlap stellen. Hä, hey, das ist Troll, hab ich den nicht schon mal überholt? Oh, ich hole auch auf Bottas auf. Ja, wenn man lila Zeiten fährt. Ja, nur es war nur ein Sektor. Ja, und? Ist trotzdem gut. Nee, ist nicht gut. Mann, ich hab gar keinen Bock auf hier überrunden. Wie viel Minus hast du dein Benzin? 1. Gerade. Minus 1. Oh Gott. Junge, hab ich geschwitzt. Alter, war das gerade eine Schocksekunde. Ich war nämlich, auf dem Randstein hier wieder in der Hochfahrkurve. Ich meine, Leute, ihr müsst ja auch so sehen, ich bin Fahrer 2 und Mike ist Fahrer 1 und dafür machen wir es als Renault-Team hier gerade richtig krass gut. Ja, ja, wir sind also 5. und 1. wäre echt nicht übel, das wäre richtig, richtig gut. Aber nein, ich muss lesen. Ich muss es halt nur fertig fahren und du auch. Also es wird für beide jetzt, also okay, das heißt für beide nicht Fahrer einfach. Fahrer vor mir. Für mich ist es eigentlich einfach, ich muss nur keinen Unfall bauen. Ui, ich habe vorne links 55. Oh, was? 55? Was? Ja, 55. Was? Am Reifen? Ja. Vorne links? Ja. Junge, Junge, Junge. Ich habe 23. Was? Alter.
What the fuck? Mein schlimmster ist hinten rechts mit 26. Hä, wie machst du das? Mein bester ist 17, der vorne rechts ist der beste. Ist ja bei dir auch so, aber... Junge, was? Nee, diesmal ist vorne rechts nicht mein bester gewesen. 55. Hab die Bremskraftverteilung jetzt wieder nach hinten gestellt. Ja, ja, ich sag ja, du darfst auf jeden Fall nicht zu weit stellen. Also meine ist auf 68 Spitze. So, danke Hartley, dass du mich kurz aufgehalten hast. Also meine ist gut so eingestellt. Habe ich letzte Saison echt gut herausgefunden. Also ich konnte damit zwar auch gut fahren eigentlich, aber... Nee, Bremsen kann ich damit... wieder auf 60 gestellt. Bremsen kann ich damit spitze. Meine Reifen sind damit noch besser als sonst. Ich bin schlicht und weg begeistert. Okay, aber Platz 4 schaffe ich nicht mehr. Ja, musst du ja nicht. Also ich bin ja schon absolut stolz auf dich, wenn du Platz 5 nach Hause bringst. Ich auch. Ich habe ja eigentlich schon mit Platz 6 gerechnet. Ziemlich Platz 6 finde ich schade, aber so Platz 5, weil ich dann nochmal halt einen Platz gewonnen habe, obwohl ich es nicht gedacht habe, fühlt sich schon ziemlich gut an eigentlich. Ich habe übrigens fast 30 Sekunden Abstand zu Hamilton. Das ist echt krank. Ich fahre auch komplett entspannt gerade einfach. Einhändig auch ab und zu mal so zwischendurch. Hast du Bock, mir irgendwie so eine Geschichte zu erzählen? Ich frag den in der Box mal. Erzähl mir mal eine Geschichte, Kumpel. Alles klar, wir gleichen den Winkel der Frontflügelflaps beim nächsten Boxenstopp aus. Ja. Weißt du, was er gesagt hat? Nee. Alles klar, wir gleichen den Winkel bei den Frontflügel-Laps in der nächsten Runde aus. in den nächsten Boxenstopp meine ich, nicht Runde. Das ist eh scheißegal. Kennst du es auch, den Winkel von den Frontflügel-Laps? Den gleichen sie aus. Easy. War ich auch immer. Boah, Wetterbericht. Schon wieder lila Sektor im ersten. Im ersten Sektor. Ich rede jetzt einfach mal ein bisschen mit dem. Gegen wen fahre ich heute? Obwohl ich auf Mager fahre, Alter. What? Wir fahren nur gegen Hamilton heute. Sehr gut. Was kann ich noch fragen? Statusreport. Alles einmal ausprobieren. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 27,1 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. War es so krass, wie langsam ich links nur hochfahren kann, diese dumme Kurve. Nur noch zwei Runden. Die nächste Runde ist die letzte. Statusreport ist cool, das musst du auch mal machen. Statusreport. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 46,8 Sekunden. Hat er? Ja. Krass. Weißt du, mal über alles Bescheid. Der Boxenstoppfenster ist übrigens offen. Echt? Ja, krass. Oh, Hamilton holt gerade Zeit auf, lol. Eine halbe Sekunde, das ist gefährlich. Ja, er hat mir so gesagt, ja, bist auf P1. Soll ja eigentlich kein Problem mehr sein. Erst auf gelben Reifen, machst du jetzt fertig. Kein Bock. Zustand des Autos. Ein Wort zu den Reifen. Sie sind noch in Ordnung, nutzen sich aber allmählich ab. Wenn du es noch nicht bemerkt hast, wirst du es demnächst merken. Sei vorsichtig. Ich bin mit dem Sprit wieder im Plus übrigens. Auch. Ich fahre jetzt dann wieder hier auf Maximum. Das ist deine letzte, letzte Runde, Leute. Das sollte gegessen sein. 50 Punkte sind schon so gut wie in der Tasche. Ich werde auch nichts mehr riskieren in dieser Runde. Ich werde die mit so ungefähr 20-30 km/h zu Ende fahren. Richtiger Angeber. Nein, aber ich werde wirklich nicht irgendwie jetzt noch hier auf einen großen Macke machen. Motorschaden. Und das kann das... Oh Gott, Hilfe. Ich werde jetzt aber, wie gesagt, hier nicht mehr die überrunden. Ich werde zurückstecken. Meinetwegen kann Hamilton noch 20 Sekunden aufholen, das ist mir scheißegal. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde, der Tank ist leer. Und natürlich mit Fett ins Ziel fahren, ja. Oh, ich bin jetzt auch in der letzten Runde. Nice.
Aber Raikön ist immer noch 2 Sekunden hinter mir. Also ja, aber es sieht auf jeden Fall okay aus, der Abstand. Also okay, es wird noch spannend, die letzte Runde. Aber so auf der Map ist, ja, sollte nicht so tragisch sein. Auch hier in der Hochfahrkurve hier, die nenne ich mal so toll, werde ich ganz, ganz viel Abstand halten zu diesem tollen Curb. Komm, jetzt kann man Van Dorn doch mal überholen. No risk, no fun, ne? Leclerc auch noch instant vor mir. Ich glaube, Van Dorn hat noch eine Strafe bekommen. Ich stelle auch auf Fett und Hotlap jetzt nochmal. Und dann sind wir Startziel. Freihändig! Woo! Ach Mann. Dankeschön! Platz 1. Jetzt dir noch schnell zuschauen. Das ein oder andere Bild wieder machen. Ja. Das ist immer ganz krass. Immer ein Plan, dass du immer erste wirst, damit du Thumbnails machen kannst. Deswegen, ich lasse dich immer gern vor. Lol, kann er die Kameraperspektive wechseln? Ah, so, jetzt hat er's. Ich dachte gerade schon. So, jetzt mache ich hier schöne Bilder. Leute, 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 mein Kameraakku blinkt zwar rot, aber das ist egal, wir sind durch. Mein Benzin ist leer! Nein, wäre nicht so praktisch. So, 5. Platz. Ja! Yes, da ist die Linie. Oh, Glückwunsch geschafft. Auch an dich. Gut haben wir es gemacht. Ich bin echt stolz auf Renault, auf uns. Ich bin mit der Leistung mehr als zufrieden. Da ist er wieder. Der Michael Mieke. Nice, nice, nice. 2. Pokal, den ich mir in meine Sammlung stellen kann. 2. Mal, dass ich mein Auto nass spritze. Ich will dich mal nass spritzen. Musst auch mal hier auf die, aufs Podium hier kommen. Was ist los mit dir? Nein, aber auf jeden Fall, ich glaube, Konstrukteur sind wir jetzt erst. Da schauen wir es noch kurz an und dann beenden wir die Folge. Waren wir beim letzten Mal auch. Folge. Nein, waren wir nicht. Ja doch, gleichzeitig mit... Ja, aber nicht erst. Ich bitte dich. So, wie viele Punkte? 26 Punkte von Bottas entfernt. Von Bottas? Das kann man mal machen. Oh ja, ja. Oh, ja. Ich bin auf Platz 8 insgesamt. Das kann man mal machen. Kevin Magnussen, Alter. Ja, hey, Haas ist so gut. Die waren ja auch direkt hinter uns. Ein Punkt hinter uns in der Konstrukteur. Ich meine, diesmal ist hier sein Kollege irgendwie noch auf Platz 9 gewesen. Aber... Ja. Ne, nicht Platz 9, das ist ja die Rangliste. Wo ist der denn? Platz 8 ist der jetzt. Magnussen Platz 8 und Grosjean Platz 13, ja, hier. Ja, da war nicht schlecht. Ey. Aber trotzdem an sich, krass, wie diese Saison gestartet hat. 50 Punkte, das ist Wahnsinn. 61 Konstrukteur, 19 vor Mercedes. Gerne kann es so weitergehen. Das ist der beste Saisonstart für Renault. Forever. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dahin. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.